Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Ethereum, XRP und Cardano Begeisterten. Gehen wir kurz in den Chart hinein, wie wir das eigentlich durchgesprochen haben gestern. Ja, ich habe euch ja gesagt, dass wir hier in diesem Bereich hier im Rising Wedge stehen und dass wir haben hier die Distribution eingezeigt und die Akkumulation. Ja, das ist eine Strategie aus den Wyckoff-Psychologie, ich hier ein bisschen adaptiert habe. Wir sehen hier jetzt für uns primär, also man muss vielleicht vorab sagen, viele haben ja gesagt, ich sei geisteskrank, dass ich gestern einen Short eröffnet habe. Kann ja nicht sein, alle reden von Long und du gehst Short. Ja, so ist halt eben manchmal das Ergebnis, Freunde. Ja, das gibt es halt manchmal, dass es nicht so kommt, wie ihr das gerne hättet. Liegt aber an der Charttechnik. Ich habe gesagt, das ist ein Risk Level 3 Trade. Das heißt für mich, ich gehe eigentlich gegen den Bullenmarkt, aber halt für das Pattern. Und ich glaube nicht, dass wir dieses Zieltarget, das Zieltarget stimmt sowieso nicht, sehe ich gerade. Ja, wenn wir das so in diesen Bereich reinnehmen, so sind wir schon eher realistisch unterwegs. Das würde dann schon eher passen hier. Ja, auf diese Linie runter wäre sensationell. Ich persönlich würde jetzt auf jeden Fall schauen, wer hier short gegangen ist, dass ihr hier in dem Bereich jetzt, wir sind hier aus der Distributionsbox herausgekommen, hier macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr 30% Profite zieht, SL nachzieht, und zwar schaut beim SL auf die Fibonacci. Ja, hier würde ich hier zum Beispiel empfehlen, dass ihr irgendwo den Stop-Loss bei, ja, zum Beispiel 2185 macht, seid ihr relativ sicher unterwegs, habt ihr die Profite auch an Bord. Und dann müsst ihr euch um nichts mehr sorgen. Vielleicht einen Trailing Stop machen. Ja, ihr könnt einen Trailing Stop machen mit 500, naja, nicht 500, das reden wir eben bei Bitcoin, mit vielleicht 100er oder 150er Steps. Ja, das heißt, ihr gebt hier zum Beispiel ein, wenn wir hier nochmal die Kerze runter berühren, bei 2100 zum Beispiel, aktiviert ihr den Trailing Stop mit 150er Schritt, geht ihr nach unten, zieht ihr den Profit mit. Boxt ihr nachher wieder zurück, ich kann am Maximum 150 zurückfallen, dann werdet ihr rausgestockt im Profit. Also hier auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Es gab ja auch eine kleine News über die Altcoins, ja, und zwar, dass die Altcoins wieder zweistellige Gewinne machen, da reden wir aber wirklich ein bisschen von den Shitcoins, weil hier Bitcoin wieder sich den 37.000 nähert. Ich persönlich hätte jetzt diesen Bericht noch nicht gemacht, das ist viel zu früh, weil jetzt steigen wieder viel zu viele Spekulanten rein, die dann wieder Angstverkäufe generieren, weil wir immer noch nicht wissen, wohin die Reise geht. Ja, wir sind immer noch bei den Wyckoffs, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr gut gemacht, bin stolz auf euch, dass ihr da auch mitgemacht habt. Wir sehen die EMA, die MACD ist sehr, sehr gesund im langfristigen Bereich. Hier gab es eine Kreuzung. Ich vermute, die wird relativ kurzfristig sein. Ja, müssen wir mal im Auge behalten. Solange hier dieses Kreuz stattgefunden hat, bleibe ich auf jeden Fall im Short. Wenn sich das wieder ändern würde, dann gehe ich raus. Relativ easy. Das zu dem Teil. Bei XRP hatten wir es. Nee, da haben wir es nicht angezeigt gehabt. Seht ihr das noch? Da hatten wir ein Ascending Triangle gemacht, ist nach oben ausgebrochen, wurde aber auch jetzt korrigiert, weil natürlich Bitcoin korrigiert hat. Zu diesem Punkt hier könnte man jetzt sagen, ja, es ist ein Retest gegeben auf der Trendlinie, jetzt nach unten. Er folgt jetzt ganz klar den Weisungen von, habe ich das nicht blockiert, so. Folgt natürlich jetzt dem Pfad des Bitcoins. Ja. Das ist das, was ich euch auch immer wieder ein bisschen promote. Das wird bei Cardano ähnlich sein. Ja, hier hätte man das justieren müssen. Ja, kam ich gestern nicht mehr dazu, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, auch hier ganz klar ein Rising Wedge gewesen, Rausbruch nach unten. Wieso haben wir hier oben keine Distribution eingezeichnet? Das ist noch lustig. Das wäre nämlich dieser Punkt hier. Das werden wir nämlich noch stehen lassen für die kommenden Videos. Auch das ist wichtig. So, Distribution. Ja, machen wir ebenfalls rot, rot-gelb. Dann haben wir hier ein schöneres Farbbild. Genau. So, so hätten wir das. Das Zieltarget vom Rising wäre natürlich dann in die Nähe vom Akkumulationsniveau. Also auch hier, Leute, würde ich auf jeden Fall aufpassen noch ein wenig. Ich persönlich würde hier unten, wie gesagt, auch wieder nachkaufen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe gerade ja vorher im Portfolio-Video, habe ich euch das mitgeteilt. Und zwar beim Bitcoin-Video habe ich ein Portfolio empfohlen, von Florian respektive weiterentwickeln zu lassen. Da macht es auf jeden Fall Sinn, Cardano unbedingt noch einzukaufen. Ich würde auch raten, Nemo, bis 1,75, 1,80 kann man Cardano in großen Mengen noch gut einkaufen. Das wird sich auf jeden Fall jetzt noch lohnen, bevor wir dann Richtung 100.000 gehen bei Bitcoin. Ja, das war's zum kurzen Update. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Wir warten hier jetzt ein bisschen ab, wie sich die nächsten Kerzen wieder entwickeln werden, vor allem hier bei Bitcoin. Dann können wir da schon die Reise eher wieder ein bisschen besser verstehen und uns wieder neuen Trades widmen oder halt die bestehenden Trades vielleicht sogar erhöhen, Hebel erhöhen oder Mengen erhöhen. Wir werden sehen. Alles im Laufe des Tages. Bis dann. Tschüss zusammen.